An diesem schönen Sonntagnachmittag auf der Terrasse. Jo. Wo die Vögel zwitschern. Und die Sonne scheint. Das erinnert mich so an die Geräusche aus dem Regenwald. Also nicht, dass ich da Erinnerungen dran hätte. Obwohl, ich war schon mal in diesem einen Botanikapark. Da ja. Haben sie auch einen Regenwald. Genau, der war richtig gut. War der in Hannover? Okay. Keine Ahnung. Und bei diesem Spiel spricht natürlich als erstes auch schon mal die Optik an. Das Cover ist natürlich super, super schön. Und ich bin auf dieses Spiel gekommen durch Krohn von Hunter und Krohn damals. Ah. Krohn war vor letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Jahr das jetzt ist, in Essen und hat das nur wegen der Optik mitgenommen und gedacht, ach naja, dies passt schon. Okay, okay. Und ja, hat ja auch Kinder, mit denen er spielen kann und hat das auch schon gespielt. Ich habe da mal einen Insta-Post gesehen und ich habe es immer noch nicht gespielt und das holen wir jetzt nach. Ja. Genau. Wir haben hier also den Regenwald und wir wollen in unserer Auslage einen Dschungel erschaffen, in dem spezifische Tiere leben. So, wir haben hier unser Reservoir. Nee, wie heißt das? Nee, Reservoir. Das war nicht schlecht. Reservoir? Ja, das stimmt schon. Genau. Und darunter haben drei Plättchen von diesen Plättchen, die hier auf diesem Board liegen, Platz. Mhm. Und darüber bauen wir unseren Dschungel aus 9, aus einem 3x3 Grid, also aus 9 Plättchen. Mhm. So, und es ist auch gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Wenn man dran ist, sucht man sich eins von diesen Plättchen aus, kann das erstmal hier unten in seine Lichtung packen, heißt der untere Bereich, und versucht dann. Hier sind ja unten Kreise abgebildet für diese Holztierchips. Versucht halt die Bedingungen da zu erfüllen, die Chips darauf zu packen. Und wenn so ein Plättchen voll ist, kann ich das nach oben in meinen Dschungel verschieben. Immer von unten nach oben und von links nach rechts. Mhm. Und man versucht, sein Totemtier da möglichst oft unterzubringen. Unser Totemtier ist hier auf dieser Leiste, hier auf dem goldenen Blatt. Markus hat den Papagei. Papagei. Und ich habe den Frosch. Wow. Genau, bestimmt Pfeilgefrosch oder so. Irgendwas. Das hast du jetzt gesagt. Ja, irgendwas aus dem Regenwald halt, ja, bestimmt. Ja, ja. Ne? Ja passen, ja. Das ist jetzt keine Kröte. Glaube ich nicht. Obwohl, da gibt es bestimmt auch Kröten. Aber naja, auf jeden Fall habe ich diesen Frosch. Und immer wenn ich es schaffe, hier Holzplättchen zu bekommen, mit dem Frosch drauf und pack die auf eins dieser Plättchen, dann werte ich das quasi auf. Hier oben rechts auf diesem goldenen Blatt in der Ecke, was überall ist, da stehen die Siegpunkte drauf. Von 1 bis, jetzt sehe ich hier das höchste 5. Höhe habe ich noch nicht gesehen. Ich habe jetzt aber auch nicht alle durchgeblättert. Vielleicht gibt es auch noch mehr Punkte. Ich glaube, je anspruchsvoller das Plättchen ist, umso mehr Punkte gibt es hier. Der will zum Beispiel zwei Papageien haben. Das wäre natürlich für Markus total super, wenn er schafft, da zwei Papageien hinzukriegen. Dann wäre sein Plättchen mir schon 7 Punkte wert. So. Und das Ganze kann man noch weiter aufwerten, wenn man es schafft, hier diese Bonusplättchen zu ergattern. Wenn Markus es schaffen sollte, drei blaue in Verbindung zu legen, also entweder senkrecht oder waagerecht irgendwie in Verbindung, dann könnte er sich das Bonusplättchen nehmen und auf eins dieser Plättchen legen. Und dann würde also diese Punktzahl plus Totemtier, also 7 mal 2, das ganze eine Plättchen wäre dann tatsächlich schon 14 Punkte wert. Wow. Was also in diesem Spiel also der Obergau ist. Also das ist ja allerdings... Ja. Manche Farben haben hier 2 Bonusplättchen. Wenn man sich schon das kleinere, also das mal 2 genommen hat, dann kann man sich das mal 3 nicht mehr nehmen. Also man muss abwägen und gucken, kriege ich das noch hin, kriege ich das nicht mehr hin. Na? Und ja, das Spiel geht halt so los. Man sucht sich eins dieser Plättchen aus, legt es in seine Lichtung und kann sich von da drunter, sind immer so eine unterschiedliche Anzahl an Holzchips hier, sieht man, ne? Von 6 bis 2, entweder alle von einer Farbe oder alle von einem Tier nehmen. Mhm. Und dann kann man die versuchen, auf dem Plättchen aus seiner Lichtung unterzubringen. Und man kann auch noch 2 hier aufbewahren für später mal. Die sind auch austauschbar. Da kann ich mich auch wieder von trennen und das für was Besseres. Und die kann man wann auch immer dann dazu fügen, wenn man Bock hat? Oder? Ja, wenn in dem Moment, wo du es nimmst und das gar nicht mehr unterbringen kannst, weil du zu viele hast oder so. Ach so. Dann kannst du das auch da hinlegen. Halt. Ach so.
Okay. Oder du willst es noch nicht hinlegen und für später aufbewahren. Dann legst du es da hin und wenn du dann, kann ja sein, dass du einen Papagei bekommst und du wartest dann drauf, der liegt hier vorne, ja, aber hier das geile Papageienplättchen ist ja das hier hinten. Es kann ja sein, dass du beim zweiten Spielzeug dir das Papageienplättchen holst und dann die dafür schon gesammelten, gehorteten Papageien hier in deinem Reservoir dann darauf packen kannst. Und dann kann ich das einfach dazu schmeißen. Dann schmeißt du die darauf, genau. In dem Moment, wo es natürlich am meisten Punkte bringt für dich. Du könntest es auch auf jedes andere Plättchen schmeißen, aber ja, hier werden die eh schon so viele Punkte bringt und zwei Papageien braucht. Und ich habe schon mal hier so durchgeguckt, tatsächlich liegen hier nur insgesamt zwei Papageien. Wir haben hier einen gelben Papagei und hier einen lila Papagei, aber das ist natürlich Zufall, ne? Oh. Auch unser Totemtier war jetzt Zufall. Ich habe da auch nicht drauf geachtet, als ich das verteilt habe. Ja. Und so baut man seinen Dschungel, guckt darauf, dass man möglichst gleichfarbige Dschungelteile aneinander legen kann. Wobei hier auch zweifarbige Dschungelplättchen existieren. Also dieses ist zwar nur blau und das nur grün, das nur gelb und das nur orange, aber dieses hier ist zum Beispiel blau und lila. Ne? Also was würde dann halt auch, wenn du eine blaue Reihe hast oder eine lila Reihe machen willst, auch dafür zählen. Mhm. Ne? Auf jedem Plättchen kann allerdings nur ein Bonusteil liegen. Mhm. Ja. So, hier gibt es noch ein rundes Bonusplättchen. Das ist, wenn du es schaffst, in deinem Dschungel alle fünf Farben drin zu haben, die es halt so im Dschungel gibt hier. Dann darfst du das Plättchen nehmen und jedes weitere Plättchen, was du dann in deinen Dschungel packst, bringt dir zwei Siegpunkte. Und das ist schon das ganze Spiel. Mehr gibt's nicht. Also das war schon. Ja, klingt ja hier fast ist nochmal so abgebildet, wie dein Dschungel aussieht. Ne? Ja. Hier, ne, wie der sich da aufbaut. Und das sind hier die drei Lichtungsplättchen, die du hier runterlegen kannst. Okay. Dieser Holzstrich ist quasi hier dein Reservoir. Okay. Genau, und das war's schon. Der mit der Taschenlampe fängt an, das bin ich. Oder willst du anfangen? Ist mir egal. Mir ist es auch egal. Komm, fang du mal an. Vielleicht willst du dir irgendwie gleich Papageien saven. Ein paar Frösche gibt es, glaube ich, hier ein paar mehr. Ich lass mal dich anfangen. Papageien, also wie kann ich es denn jetzt... Man sucht sich ein Plättchen aus. Als erstes suchst du ein Plättchen aus und darunter entweder alle Tiere von einer Sorte oder alle von einer Farbe nimmt man sich. Ach, das war jetzt das Papageienplättchen hier, ne? Ja, das ist das Papageienplättchen, genau. Und jetzt kannst du dir entweder nur hier den Frosch oder nur hier den Schmetterling nehmen. Geil, na gut. Dann mache ich das halt. Ich nehme den hier und den packe ich jetzt dann... Ne, den könntest du gleich direkt theoretisch... Und das musst du erstmal in deine Lichtung packen. Hier oben ist der Dschungel. In den Dschungel hier oben kommen nur Plättchen hin, wo schon alle Felder befüllt sind. Dann kommt er jetzt quasi hier hin. Den ne? kannst du da hinlegen, ja. Weil da ist es... Die haben ja verschiedene Bedingungen natürlich. Manchmal ist das farblich hinterlegt. Ich sehe schon gerade bei der da drunter. Da muss dann, wenn das so blau hinterlegt, ist natürlich ein blaues Steinchen drauf. Ja. Also entweder, aber wenn die weiß sind, ist die Farbe egal. Wenn ein Tier abgebildet ist, dann muss das Tier dahin. Hier auf dem gelben, der will auch nur gelbe Plättchen haben zum Beispiel. Aber dann wäre das Tier egal, Hauptsache gelb. Ja, und da ist jetzt hier komplett alles egal, auf den nur weißen Feldern. Also kannst du deinen Schmetterling da schon hinlegen und dir hier die Plätze vielleicht für Papageien frei halten. Ne? Ja. Weiß ich ja nicht. Das wird sich zeigen. Es ist natürlich klar, dass du dir schon das gleich das große... Also und diese Holzchips werden natürlich auch mal aufgefüllt ab und zu. Nämlich sobald unter einem dieser Plättchen, diese Dschungelplättchen, keine Holztiere mehr liegen, werden alle Holztierchenbereiche aufgefüllt. Hm. Aber eins muss quasi komplett leer sein. So. Natürlich will man... natürlich will man möglichst viele Punkte. Ich nehme jetzt auch so einen Fünfer hier und dann nehme ich mir hier nämlich auch den meinen Frosch, weil das ist mein Totemtier. Mhm. Den packe ich, das packe ich dann hier hin. Mhm. Genau. Weil da ist auch egal, was ich hinlege und da bräuchte ich noch zwei Affen. Aber da ist mein Frosch, wertet jetzt die 5 auch schon zu einer 6 auf. Mhm. So, jetzt haben wir hier tatsächlich unter einem Plättchen alles leer geräumt. Jetzt haben wir hier so ein schwarzes Säckchen, aus dem wir hier rausziehen und dann füllen wir alles wieder auf. Mhm. So, ich hoffe für dich auf ein Papagei, nö, ist ein Frosch und ein Schmetterling. Super. Keine Papageien. Aber ich muss ja nichts von da nehmen, ich kann auch irgendwas von anderswo nehmen, ja, oder? Du musst natürlich auch gucken, was nehme ich für Plättchen. Mhm.
du suchst erst das Plättchen aus und dann guckst du da unter. Natürlich kannst du auch erst gucken, was will ich eigentlich an Holstein haben und dann gucken, kann ich denn das Plättchen darüber gebrauchen? Das kannst du natürlich auch machen, ne? Naja klar, ich will jetzt irgendwo ein Plättchen, wo irgendwelche Papageien rumflattern. Und das muss ich jetzt natürlich erstmal eruieren. Also ein Papagei ist tatsächlich hier. Ja. Und Papagei ist hier. Ja. Naja. Ja gut, ich nehme jetzt mal einfach, der ist mir gerade näher, dann nehme der ich, hier? Ja, genau. Und gut, dann kannst du dir in deine Lichtung packen. Ja. Und dann kannst du dir natürlich den Papagei aussuchen. Mhm. Und entweder suchst du halt nur den Papagei aus oder du kannst auch noch gleichzeitig den Schmetterling nehmen. Den Papagei kannst du gleich darauf packen, ja klar. Mhm. Oder du kannst ihn auch darauf packen, auf das ganz lukrative. Ach so, da. Ja, da braucht man ja manchmal so seinen kleinen. Ja, Stups. Und hier ist dann noch, wäre noch ein Schmetterling, den kannst du nehmen und kannst in die Reserve packen. Ach du so. Kannst aber auch darauf verzichten, weil du musst ja, kannst dich entscheiden zwischen Tierart oder Farbe, ne? Das weiß ich nicht, ob du den Schmetterling haben willst. Das weiß ich ja selber nicht, aber ich habe schon einen und ich weiß nicht, bringen sie einem irgendwann mal was, wenn man ein paar davon hat? Das habe ich noch nicht so ganz eruiert. Wenn du zu viele hast und die nicht mehr lagern kannst, diese Holzteile, dann kommen die wieder in den Beutel zurück. Gut, dann. Also wenn man zu viel nehmen, bringt jetzt nicht unbedingt was. Man muss schon gucken, was nehme ich so ganz genau, ne? Okay. Die schmecken sowieso nicht. Dann lassen wir die mal kurz weg. Mhm. So, und wenn du nachher keinen Platz mehr hast in deiner Lichtung und du hast aber noch gar nicht alles fulfilled hier, vollgemacht mit Holstein, dann muss das Dschungelplättchen, was dir theoretisch aussuchst, wieder unter den Stapel drunter. Natürlich kannst du dir dann aber hier Tierchen nehmen, ne? Also das geht. Aber jetzt bin ich ja erstmal dran. Genau, richtig. Jetzt bin ich ja erstmal dran. Na, hier, da brauche ich auch einen Papagei. Hier brauche ich Gelbe, da liegen gar keine Gelben. Das ist natürlich totaler Bockmist. Alter! Mipsi! Ach da du ist meine sie. Güte, was war das denn? Jetzt. Eine andere Katze. Okay. Nimm sie rein. Ab. Hopp. Jetzt hast du dein Erlebnis gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Ist ja klar, dass die anderen Katzen sich das nicht bieten lassen. Die verteidigen ihre Revier. Ja, ja, die verteidigen ihre Revier. Das war mein kleiner Action-Höhepunkt hier zwischendrin. Okay. Oh, jetzt hast du auch. Interesting. Das muss ich, glaube ich, rausschneiden. Mal gucken. Mal gucken. Ich hatte gerade so einen schönen Plan. Oh. Achso, ich wollte mir hier die ganzen Frösche nehmen. So, und die darf ich aber natürlich nicht hier hin tun, weil das gelb ist und ist auch kein Affe. Aber ich kann natürlich zwei von den Fröschen hier hinpacken. Allerdings muss ich einen Frosch wieder zurückschmeißen in den Sack, weil ich ihn nicht reservieren kann. Mhm. Du bist ja voll auf Frösche geeicht, das soll ich ja schon mitbekommen. Ja, das ist ja mein Totem hier. Ja. Zum Glück liegen hier viele Frösche. Ich bedauere dich, dass hier keine Papageien. Da ist noch ein orangener Papagei tatsächlich, den habe ich übersehen. Oh. Und hier ist noch ein lila Papagei. Ja. Ja, mein Zug ist zu Ende. Jetzt bist du wieder dran. Dann bin ich natürlich mal ein Papageien. Wie komme ich da jetzt ran? Ne? Also wenn ich jetzt, das war der orangene Papagei, nicht wahr? Mhm. Und dann müsste ich doch dann die Karte nehmen? Richtig? Ja, dann muss man noch die Karte nehmen. Ne? Macht ja nichts, ich habe da noch Platz. Aber wenn du die Karte nicht willst, kannst du die Karte auch hier wieder einfach unter den Stapel legen. Ich weiß ja nicht, also ich will vor allem den Papagei. Ne? Ja, musst du aber überlegen, ob du diese einser lila blaue Karte haben willst. Du weißt ja, womit man nachher Punkte macht. Willst du die oder nicht? Nö, nicht unbedingt. Dann aber kommt der Papagei. Die jetzt einmal unten drunter. Oh, das ist ja sowieso so ein bisschen orange angehaucht hier. Dann lege ich den mal dahin. Mhm. So. Du nimmst jetzt nur den Papagei. Mhm. Packst ihn dann. Jetzt musst du das in den Dschungel hochschieben. Jetzt ist die Karte ja schon voll. Ach, so läuft das hier. So, von links nach rechts und oben nach unten. Hier, als erstes die 1 hier hin. Deswegen ist hier so eine Zahlenabfolge. Ach so. Das erste Teil muss hier unten links hin. Okay. Das muss man natürlich wissen, ne? Ist schon ein Vorteil, wenn man das zweite weiß. Kommt dann dahin, das dritte kommt dann dahin. Mhm. Na gut. Genau, jetzt hast du deinen Spielzug gemacht. Ich war nur gerade im Überlegen, ist das hier ein Pinguin oder ein Papagei? Da ist ein Papagei drauf und ein Frosch. Okay.
das und ich nehme nur einen gelben Frosch und packe den gelben Frosch hier hin auf mein Blatt, der nur gelbe Sachen haben will. Ja, das war's für mich. Ja, leider liegen gerade nicht so lukrative Karten aus irgendwie, ne? Die sind so ein bisschen mau, oder? Aber irgendwo war ja noch ein Papagei. Hier ist noch ein Papagei. Dann nehme ich das irgendwie und Willst du das Plättchen mit der Eins und dem Affen? Ja, warum nicht? Weiß ich nicht, ja, weil das nicht viele Punkte am Ende bringt. Man sammelt ja 9 Karten in seinem Dschungel, will natürlich möglichst viele Punkte. Das ist richtig, aber wenn das mal eine Möglichkeit ist, jetzt an einen Papagei ranzukommen, dann ja, nee, die Papagei darfst du trotzdem nehmen, ob du das Plättchen nimmst oder nicht. Wenn du das Plättchen lassen, der Papagei fliegt zu mir. Gut. So, da kommt ein schöner Vierer, der will aber nur orangene Sachen. Willst du nur den Papagei oder willst du die anderen beiden lila Sachen auch? Da wäre noch ein Frosch und ein Affe. Frosch brauchst du Frosch auch. Frosch nehme ich. Ja, dann musst du dann alle von einer Farbe nehmen oder nur den Papagei. Nein, Frosch schon. Klaust mir jetzt meinen Frosch. Ja, ich fürchte, ja. Dann kannst du, guck mal, da kannst du da den Papagei hinlegen. Und guck mal, da hast du noch einen Froschi, den kannst du auch. Dann kannst du den Frosch ist hier, den kannst du da hinlegen. Den kannst du nach oben, schon klar. Und das ist ein, was war das noch? Und das ist jetzt voll, das kann nach oben. Das kommt jetzt hier auf Platz 2. Oh, ja, stimmt. So, du musst natürlich auch so ein bisschen gucken. Nachher, du willst ja natürlich auch diese Bonusplättchen haben, dass du es schaffst, mehrere gleichfarbige so in zusammenhängend. Das kann im Quadrat sein, das kann nach oben, nach rechts, ne? Willst du auch haben, darf man nicht vergessen. Das hier finde ich ja schon mal richtig gut, aber ich kann mir gar keins mehr nehmen. Ach, siehst du, warum nicht? Weil ich muss ja erstmal hier was voll machen. Okay. Ich brauche Schmetterlinge. Hier sind 2 Schmetterlinge. Ich verzichte einfach dieses Dings zu nehmen, weil ich sie auch gar nicht legen kann. Und dann nehme ich mir hier die beiden Schmetterlinge. Dann mache ich hier das hier voll und dann kann das in meinen Dschungel auf Platz 1. So. Genau. Dann habe ich da doch schön die Bedingungen erfüllt und habe schon 4er lila Plättchen im Dschungel. Das sieht gut aus. Das gefällt mir gut. Jetzt darfst du dir wieder was aussuchen. Ja, das ist halt manchmal so ein bisschen das kleine Problem schwierige, weil ich jetzt überlege, na gut, also natürlich bin ich jetzt komplett auf Papageien scharf, aber ich weiß nicht, ob ich hier noch gerade eine rumliegt. Es gibt keine, nee. Gut. Es wird natürlich alles wieder aufgefüllt, was jetzt hier ist, ja schon vieles leer, ja. Wenn man ein Feld unter einem Plättchen komplett leer macht, ne? Naja, also jetzt nicht ganz uninteressant wäre natürlich jetzt hier nochmal dieses lilane Plättchen zu kriegen, weil ich meine, ich habe schon relativ viel lila. Nee, du hast hier ein blaues Plättchen und ein grünes. Das meinen die mit Farben. Ach so. Das meinen die mit Farben, dass hier blaue Dschungelplättchen weitergehen und hier grüne Dschungelplättchen weitergehen. Und wenn hier mehrere Farben, hier ist zum Beispiel ein Gelb und Blau, das zählt dann für Blau und für Gelb gleichzeitig quasi, ne? Gut, dann. Ja. Also an deiner Stelle, ich weiß nicht, was hast du noch in der Reserve? Ein Affe. Ein Affe, genau. Also grün kannst du, also in dieser Stelle macht ja was Grünes theoretisch Sinn oder eine komplett andere Farbe. Und das war eben genau das, wo ich halt noch am Eruieren war. Weil, aber weißt du was, ich mache jetzt einfach mal grün, dann treiben wir das du jetzt. Du willst den grün? Ja, haben? Ich mach grün. Gucken wir mal, was da passiert. Nimmst du dir den blauen Frosch? Klaust mir jetzt meine Frösche hier. Das war jetzt nicht unbedingt meine Absicht, aber hey, dann gibt's halt mal Froschchen. Ich meine, du kannst hier auch einen Frosch draufpacken. Da muss allerdings ein Schmetterling hin, ne? Du kannst jetzt einen davon, du kannst aber auch noch da lassen, wie du willst. Das kann man wann auch immer machen. Also könnte ich jetzt einfach mal. Ja, du kannst jetzt auch das hier, entweder den Affen dahin oder den Frosch dahin machen. Du, weißt du was, vielleicht mache ich das sogar, weil man weiß ja nicht, was jetzt noch passiert. Ich fülle hier einfach mal so Dengeleng eins nach dem anderen auf. Hier ist ein Papagei. Hier ist ein... Ich sag's dir einfach immer mal, wenn Papagei kommt. Ne? Also hier bei dem roten Plättchen ist ein Papagei. Okay.
Ich hab keine Papageien für dich, ne? Nein. Special tauchen hier ohne Ende auf, aber ja. Papageien, Affen. Es gibt nur einen Papagei und der ist hier vorne. Mhm. Gut, das ist ein Punkt mehr für die Blattkarte, aber naja, gut. Mhm. Also du solltest hier auf jeden Fall mit Blau weitergehen und dir ein blaues Bonusplättchen holen, das wo ja. du drei Blaue in einer Reihe hast. Weil dann hast du da 14 Punkte wirklich, ne? Also das mhm. wäre mega. I try my very best. Und ich sollte eigentlich dagegen steuern, versuchen, dass ich das eine blaue Bonusplättchen kriege, damit du nicht so viele Punkte machst da. Das sollte ich vielleicht mal in Erwägung ziehen. Aber musst du dich nicht auf deine eigenen Dinger da konzentrieren? Das kann ich gleichzeitig tun. Ich bin doch multitaskingfähig. Ja, ja, ihr Frauen könnt das. Ich weiß. Ich glaube, du bist dran, oder? Nee. Nein. Ach, du hast angefangen. Ich bin dran. Du bist dran. Ich bin jetzt dran. Deshalb warte ich ja so artig. Du bist, wartest ganz artig. Ach je. Mhm. Ich brauche irgendwie zwei Affen. Ich will die nicht. Mhm. Aber ich nehme die beiden Affen. Mhm. Okay. Genau. Tja, wieder dran. Jetzt habe ich natürlich bei diesem Punkt, gehe ich jetzt auf Papageien oder auf Blau. Und ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal hier auf Blau. Also Blau wäre die Karte hier, mhm. die wird dann hier rauf käme, wenn sie mhm. dann mal erfüllt ist. Mhm. Und muss mal gucken, womit kann, darf, soll ich sie erfüllen. Also, wir haben hier ein blaues Feld, das ist ja klar, da muss irgendwas Blaues drauf. Und dann ist halt und ein irgendwas. Kannst mich auch ärgern und dir den gelben Frosch schnappen, der mir immer viele Punkte bringt? Ich glaube, das sollte ich, weil sonst kacke ich in dieser Runde sowas schon ab. Also, glaube ich, mache ich das. Also, die ist ja schon fertig hier übrigens, ne? Mhm. Die musst du ja auch da hinlegen dann. Mhm. Haben wir dann vergessen. Ich frage jetzt mal einfach ganz multidoof. Hätte ich die jetzt sozusagen hier auf das Grüne nochmal drauflegen können oder muss Nein. sozusagen erstmal die Reihe voll sein? Von unten nach oben, du musst in dieser Reihenfolge. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ich werde es für dich cool finden, hier ein vierer grünes Feld zu schaffen. Ach so, okay. Um dir das mal drei Plättchen zu holen und drei Felder nach oben genau. in blau. Yes. Da solltest du gucken, dass du blau hinkriegst, aber das hast du ja hier. Wenn du das als nächstes fertig machst, kommst du ja über das Blaue. Würde ja genau passen. Ja, aber muss halt gucken, wo spiele ich halt die meisten Punkte am besten mit ein. Ja. Gut, dann ich bin mal wieder. Ich nehme mir die und ich nehme mir nur den Frosch, pack den da hin. So. Dann bist du dran. Ich gehe jetzt mal auf Blau, 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 Blüte, Enzian. Und, aber ich brauche natürlich einen blauen eigentlich hier, um dich ja noch raufzukriegen. Ja, hier vorne deshalb lacht mich so. Allerdings musst du natürlich aufpassen. Ne? Was haben wir denn das da? Das ist ja nun gelb und orange.
Da spielst du natürlich gar nicht drauf. Obwohl drei Orangen in einer Reihe bringen auch was, aber für. Ach nee, gelb ist es, ne? Nee, das ist gelb, das ist orange, genau. Für gelb gibt es gar keinen Bonus-Chip in dieser Runde. Mhm. Zum Beispiel. Also gelbe Plättchen zu sammeln ist Quackfug. Na, da macht man natürlich dann eben orange, weil ist das nicht die, wo die beiden blauen Chips da rumliegen? Und ich brauche ja orange liegt kein Bonus hier. Achso, das ist orange. Hier liegt ein Bonus. Das ist orange. Achso. Ja gut, okay, da ist ein blauer, dann könnte ich blau voll kriegen. Und ja, aber du kannst hier den blauen nehmen. Genau. Allerdings, ne, wenn du das hier fertig machen solltest, oder du sagst, ich will die Karte gar nicht. Weiß ich nicht. Wird sich zeigen. Also mal sehen, wie lange das Spiel noch geht. Du willst den blauen Schmetterling. Yes. Jetzt hast du die Karte fertig, die muss jetzt hier hin, aber ist nicht schlimm, sie zählt ja auch als genau. Blau. Eben. Aber ich würde an deiner Stelle hätte ich ja irgendwie fast nur blau und grün gesammelt, ne? Oder so grün noch was, Mix. Ja. Man muss halt mal gucken, wie man an seine Sachen kommt, ne? Ich nehme mir das hier. Und dann nehme ich mir alles Orangen. Packe das darauf. Und das ist genau die Karte, die mich gerade beschäftigt, weil ich kann sie von hier halt nicht richtig sehen. Das ist eine grüne. Ja, das weiß Zwei ich. Zwei Punkte und du brauchst einen Affen. Aha. Hier unterliegt auch ein Affe. Ja, das passt. Und ein Frosch. Du könntest beides nehmen und mich auch noch ärgern und mir den Frosch wegnehmen. Ja, ja, also das lacht mich doch geradezu an. Und genau, dann kommen die beiden drauf. Oder eine, ja, Affe ist ja mal hier, ne? Also, und dann halt daneben, oder was? Hier ist der Affe. Du hast den Frosch auf den Affen gepackt. Tja. Das ist leicht sehbehindert, oder was? Ist ja mal eine ganz neue Erkenntnis. Oh ja, richtig. So, du hast den Dschungel fertig, kann den Dschungel. Genau. So, jetzt haben wir hier eins leer gemacht. Jetzt wird alles aufgefüllt. Ich werde dich gerne wieder informieren, wenn irgendwo ein Papagei auftaucht. Ein Papagei. Wow. Ein Papagei. Jetzt kommen die Papageien. Ja, 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 ein ja, ja. Ein Frosch. Diese fiesen Viecher. Papagei. Also drei Papageien liegen hier jetzt schon wieder. Yes. Jetzt bin ich. Ja, Papagei und Affe hätte ich gerne. Papagei und Affe. Was willst denn du mit Papageien? Papagei und Affe kriege ich nicht zusammen. Ja, hier für den hier. Papagei, Frosch, Schmetterling. Mach den Papagei hier hin. Den Schmetterling dahin. Den Frosch hier hin. Ja. Ja gut, also würde ich was mit Papageien? Selbstverständlich. Und würde ich gerne was Grünes nehmen? Auch selbstverständlich. Aber ich sehe gerade. Hier ist ein Mischmasch. Hier ist der ist grün und orange gleichzeitig. Grün und orange. Aber gibt es da Papageien? Du brauchst einen Frosch und ein Affe. Also hier ist auf jeden Fall schon ein Affe. Okay. Na gut.
Das einzig Grüne, du brauchst Grün. Ja. Jetzt auch als nächstes fertig zu machen. Ja, das stimmt schon. Unbedingt. Mhm. Und der Affe. Genau. Das ist dein Affe. Genau. Und wenn du den als nächstes fertig machst, kommt der da hin und dann ist nichts mehr mit deiner grünen Reihe, ne? Wieso? Ich dachte, dann käme. Also wenn ich den jetzt vor dem. Der, den nicht fertig machen, bloß nicht. Nee, also wenn, möchte ich den gerne vorher fertig machen. Den hätte ich auch gar nicht genommen, ne? Hm? Den hätte ich untergeschoben. Den da? Wieso ist das den schön? Den Einser hier. Ach so, mein Gott. Hm. Aber ich habe auch irgendwie noch nicht so wirklich eine Strategie, glaube ich. Mhm. Außer, dass ich ganz gerne einen Affen hätte jetzt. Gibt es noch irgendwo einen Affe? Hier gibt es einen Affe. Mhm. Ich verzichte auf die Karte, weil ich die auch gar nicht mehr anlegen kann. Und dann nehme ich mir den Affen, fülle das, mhm. setze das da hin. Genau. Mhm. Na gut, ich muss jetzt irgendwie gucken, wie ich an einen Frosch komme, wenn ich das richtig sehe. Frösche gibt es fast überall. Hier gibt es Frösche, hier gibt es Frösche. Also hier bei dem Lilan und hier bei den Gelb-Orangenen. Mhm. Die Farben, du musst ja das Plättchen nicht nehmen, wenn du das nicht willst. Gut, dann nehmen wir erstmal vom Gelb-Orangenen den Frosch. Du kannst auch beide Frösche nehmen. Ach, der. Du kannst dann das Feld daneben ja auch gleich voll machen. Ach so, ja, stimmt eigentlich. Das ärgert mich natürlich wieder. Mhm. Jetzt kannst du den in den Dschungel packen. Mhm. Jetzt hast du vier Grüne und kriegst hier sofort das. Und jetzt musst du mal gucken, wo du am meisten Punkte hast. Hier hast du vier. Ja, das ist da. Das ist da, musst du den hinpacken. Okay. Das gibt am meisten Punkte. 4x3 Punkte. Mhm. Okay. Das ist auf jeden Fall auch schon mal richtig gut. Also farblich schon mal alles sehr regenwaldig. Mal sehen, wie das jetzt weitergeht. Hast du schon von jeder Farbe einen? Nee. Nee, ich glaube, ich habe zum Beispiel jetzt von dem Lila habe ich jetzt noch nichts. Nee, Lila noch nicht. Und dann hättest du nämlich auch schon dann den Farbbonus da. Nee, da sind das wir noch nicht. Das hast du nicht. Da sind wir noch nicht. So, weißt du, auf der Spieleschachtel steht 30 Minuten, ne? Ich will gar nicht wissen, wo wir jetzt sind, aber. Aber wir sind auch so eine scheiß Grübler, oder? Ja, wir sind echt fucking Grübler. Also, wir sind jetzt nicht unbedingt. Ich nehme hier den blauen. Und weil ich so richtig doof bin. Jetzt krieg ich schon Angst. Den mache ich nicht. Ich wollte gerade sagen, nehme ich mir den Papagei. Doch, ich nehme den Papagei. Nö, das machst du nicht. Ah ne, macht sie doch. Ja, scheiße. Papagei und den Schmetterling. Den Schmetterling tausche ich aber hier hin und die nehme ich da rein. Genau. Jetzt muss ich auffüllen einmal. Mhm. Okay. Also ganz so unanspruchslos ist es jetzt auch nicht. Also ab 8. Unanspruchslos war eine etwas seltsame Formulierung, okay. Also, nee, also wirklich nicht. Papageien gibt es hier noch und hier noch. Ja, und stimmt. Hier noch. Mhm. Ach nee, hier muss ich auch auffüllen. Ich muss jetzt alles auffüllen. In eins, fällt hier sind sogar zwei, drei Papageien auf einmal. Du könntest dir alle Papageien schnappen, ne? Also, weißt du schon. Es ist dann offensichtlich doch ein bisschen verzwirbelter als wir das so eigentlich. Aber wenn man wirklich so eine Optik, ich liebe das ja so, Auslagen optimieren, das ist ja total meins, ne? Mhm. Aber dann möchte ich auch möglichst für, ich meine, dass ich dir hier mit Grün geholfen habe, ein bisschen geholfen habe, so ein bisschen von der Strategie und Taktik, weil Grün kommt für mich halt schon mal gar nicht mehr in Frage, dass ich da irgendwas mit anfange, weil das grüne Bonusplättchen ist weg, das interessiert mich nicht mehr. Müsstest du gucken, dass du jetzt mal was Blaues kriegst, um das blaue Bonusplättchen hier auf deinen. Das würde ich super gerne machen. Das Problem ist halt, es sind halt keine Papageien. Aber ja. Wie bitte? Die Papageien sind da vorne. Ja, du brauchst auch für das. Du brauchst auch keine Papageien unbedingt. Du brauchst jetzt ein blaues Plättchen. Also entweder Ditte hier, ja, oder Ditte hier. Du kannst hier alle Schmetterlinge nehmen, das alles voll machen. Und dann hast du hier deinen dritten und dann kriegst du das Bonusplättchen auf jeden Fall. Ich glaube, das nehme ich und zwei Bier. Und dann passt es auch. Mhm. Ja, also das wäre so der Super-GAU irgendwie.
So, hier alle Schmetterlinge. Du kannst gar nicht alle Schmetterlinge benutzen, aber du nimmst jetzt erstmal alle. Ja. So, dann kannst du den da hinpacken. Genau. Und dann kannst du hier, was ich, für den blauen würde ich mir noch aufheben vielleicht. Ja. Genau. Die da so hinpacken. Dann kommt der blaue ja als nächstes hier hin. Okay. So, jetzt hast du drei blaue, kriegst den Chip und kannst den Chip, darfst ausruhen, wo du hinlegst, die kannst du hier hinlegen. Okay. Bam, bam, bam. Hast du deine 14-Punkte-Karte. Wow. Und ich helfe dir auch noch dabei, echt. Mhm. Ich bin ein bisschen doof, ne? Nein, du bist einfach nett. Und doof. Ja, und du willst ja auch einen einigermaßen adäquaten Mitspieler haben, also macht ja Sinn. Mhm. Ich bin nett und doof. Das ist ja super. Ich brauche was Blaues. Mhm. Plättchen kann ich gar nicht nehmen gerade. Nein, natürlich nehme ich dann einen blauen Frosch hier. Mhm. Wenn ich schon was Blaues brauche. Dann nehme ich immer alle Frösche runter. Den blauen Frosch packe ich dahin. Jetzt habe ich meine blaue Karte fertig. Mhm. Du hast das blaue Bonusplättchen, weißt du? Ich hätte hier 9 mal 2 haben können. Noch mehr als du. Mit 3 blauen Flaschen drauf. Guck mal. Ja, hübsch. Ja, schick, ne? Mhm. Toll, ne? Ja, ja. Ja. Ganz nett. Ah, okay, was sehe ich denn hier? Ja, gut, ich sehe ein grünes Plättelchen. Also grün brauchst du jetzt nicht mehr. Ach so. Blau brauchst du ja auch nicht mehr. Jetzt könntest du gucken natürlich. Okay, es gibt leider keinen gelben Bonus. Oh. Ne? Oh. Allerdings hast du hier schon orange. Wenn du jetzt auf orange gehst und bleibst, ja. Eine hast du ja schon hier liegen. Ja. Und guckst, ob du vielleicht noch eine lukrativere Orange kriegst hier. Oh. Also Orange brauchst du auf jeden Fall. Ja gut, du musst dich aber dann noch... Hier ist orangener Papagei, obwohl da musst du nicht unbedingt... Du kannst hier auch alle Papageien gleich nehmen. Ja, ich nehme sie mal. Und du könntest die Orange natürlich auch nehmen, klar. Mhm. Allein schon, um den Bonus abzugreifen. Du kannst alle Papageien nehmen. Mhm. Oh, du so viele sind du könntest tatsächlich denn hier 2 gelbe Papageien hinlegen, den Orangen. Ja, hin. Genau. Und dann hättest du tatsächlich hier... Schon mal ein Licht und ja, dann fehlt eigentlich nur noch einer. Was? Ist auch schon? Oh mein Gott. Okay. Ja, so. Ja. Da du angefangen hast, habe ich jetzt noch ein Spielzug. Yes. Du hast deinen Dschungel voll. Guck mal, da habe ich auch nicht drauf aufgepasst, ne? Du kriegst auch noch hier den hier. Achso, weil ich mein... Achso, ja. Jetzt noch hier gucken, was dir am meisten Punkte bringt. Das ist alles 3. Also ist egal. Das ist alles 3 mal 2. Und ich kann so eine Sache machen und das war's. Ja, super. Ey, ja. Klasse. Ich habe jetzt irgendwie gerade von Guns N' Roses Welcome to the Jungle. Mein nächstes muss ich ja da hinlegen. Und ich kann keinen lila Bonus mehr bekommen. Ich bin hier schön am Rumpusseln und alles machen und tun, aber ich habe keine Punkte. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt also mal ohne nicht Scheiß. Wirklich? Nein, das kann doch nicht sein. Gut, hier fehlt mir noch ein orangenes und hier ist egal. Ein orangenes und ein egal. Mhm. So. Es gibt nur noch lila. Ja, ein lila. Doch, ich meine, ich 2 gleichzeitig beende. Okay. Orangenes und egal. Ja. Dann könnte ich tatsächlich. Ja. Ein oranges und ein ist egal, wird blau. Dann blaues, dann orangenes. Ach. Mhm. Frösche, da hinten ist ein Frosch, aber da wäre noch ein orangener Frosch. Der wird mir natürlich noch, und da könnte ich einen Papagei hin tun. Das mache ich dann auch. Mhm. So, ich nehme den Papagei und den Frosch. Der Frosch kommt hier hin, der Papagei kommt hier hin. Mhm. Und dann muss ich den dahin tun und den lilan kann ich dahin tun. Dann kriege ich zumindest noch hier den für 3 in einer Reihe. Okay. Den Bonus. Und wo habe ich hier am meisten? 4 Punkte, 3 Punkte,
3 Punkte, okay, hier 4x2 Punkte, okay. Aber wie ist das jetzt passiert? Spiel ist vorbei. Du hast einfach zu gut gespielt oder ich habe zu gut für dich mitgespielt und mitgedacht. Das trifft wahrscheinlich eher, der Fairness halber, aber ja. Also das ist der Wahnsinn, was du jetzt hier an Punkten kriegst. Das ist das Holla die Waldfee. Habe ich nicht. Und selbst, ja gut, jetzt hätte ich vielleicht alle Farben. Nee. Oder? Da hatte ich schon. Nee, da hatte ich noch nicht alle Farben. Erst da hatte ich alle Farben. Ja. Ja gut, das bringt mir nichts. Ja, alle kommenden Plättchen, die noch kommen. Achso, da, 2 Punkte. Für das gäbe es dann tatsächlich. Okay. Für das gäbe es dann tatsächlich 2 Punkte. Gut, okay. Wow. Das war interessant. Bin ich mal gespannt, was punktemäßig bei rauskommt. Also, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich hier einen Block in dem Rainforest drin habe. Auswertung. Auswertungsblock? Nö. Machen wir nicht. Ja. Ja, letzten Endes kriegst du das an Punkten, was jetzt auf den Plättchen drauf ist. Okay. Na, und wenn du da die Boni drauf hast, dann addiert sich das, dann multipliziert sich das ja. Mhm. Also ich traue mich gar nicht bei dir anzufangen, aber ich mache das tatsächlich mal. Das ist nett von dir. Das ist ja hier 7 durch die Papageien statt 5 mal 2, 14. Okay. Hier hast du 4 mal 3 sind 12. 14 plus 12? 26. Ja. Hier gibt es 2 Punkte, 28. Hm. Hier gibt es 1 Punkt, 29. Hm. Hier gibt es 2 Punkte, 31. Hier gibt es 3 Punkte, 34. Genau. Hier gibt es 1 Punkt, 35. Hm. Und plus 6, 41. Hm. Plus 3, 44. Du hast 44 Punkte. Okay. Tatsächlich. 44, das ist, glaube ich, richtig viel. Ich kann mal Lust, nur mal so, mal meine paar Punkte berechnen. Aber natürlich. Also man kann ja im anderen tatsächlich ja auch schassen, wenn man den Dschungel schnell fertig macht, ne? Und dann kann man sich auch mal so eine Einserkarte reinklatschen, das Bonusplättchen nehmen und dann der Grübler wie ich, der hängt dann hier auf seinen paar Pupspunkten, ne? Das ist aber völlig unbeabsichtigt. Also ich will das mal klarstellen. Plus 6. Also, ja. 14 plus 5, 19 plus 6, 25 plus 9, 34. Okay, okay. Plus 3, 37. 37 plus 3. 40. Plus 2. 42. Und du hattest? 44. Also gerade mal 2 also doch Punkte. Noch knapp. Ja, ganz knapp. Ganz doch knapp. Noch knapp. Ganz knapp. Ganz knapp, doch noch knapp. Ja, ja. Dann bin ich nicht ganz so gefrustet. Na, musst du überhaupt nicht sein. Und sagen wir mal super duper ehrlich. Also ohne den einen oder anderen Zaunfall-Wink hätte ich auch nicht gewonnen. Also das ist ja einfach so. Ne? Und ich finde cool. 2 Punkte auseinander ist doch schön. Und spricht auch, finde ich, ganz gut für so ein Zweierspiel. Ich find, also dieses das. Rainforest ist für mich auch... Ja gut, ich kann es mir auch mit 3 oder 4 Leuten tatsächlich vorstellen, weil so lange dauert der einzelne Zug nicht. Okay. Und man guckt dann schon irgendwie, was man sich nehmen kann, was man dem anderen klauen kann, wie man das optimieren kann. Diese Optimierungsspiele, ich liebe sie einfach. Aber 30 Minuten haben wir definitiv nicht gebraucht. Ich frage jetzt einfach mal, vielleicht mache ich gar kein Outro. Wie gefällt dir das? Also wie fandst du es jetzt so? Also mir hat's gefallen. Wertungsmäßig? Mir hat's gefallen. Also zum einen, was für mich halt immer so eine Rolle spielt, wie ist die Optik, sind die Farben auseinanderzuhalten, die Symbole und so. Also Farben, absolutes ganz klares Ja. Also ich finde, es ist wirklich sehr gut strukturiert. Mhm. Es ist optisch sehr hübsch. Also man kriegt wirklich so dieses Regenwald-Flair damit ganz gut mit. Und ich finde... Aber das ist ja sowieso bei so vielen Spielen so. Ne? Also wenn man jetzt den richtigen Mitspieler hat, die richtigen Mitspieler, würde ich sagen, sollte das für auch Leute, die genauso wie ich vielleicht mit dem Gucken ein bisschen eingeschränkt sind, auch absolut handelbar sein. Also es ist definitiv ein Spiel, wo ich sage, kriegt man ein bisschen Lust auf mehr, kommen wir sicher auch gerne bei passender Gelegenheit nochmal drauf zurück. Und ich bleibe ein bisschen im selben Kurs, wo ich beim letzten Mal war.
Und ich vergib dem Ganzen nochmal eine 8,5. Weil ich fand das jetzt schön fluffig. Also es ist wirklich gut zu spielen und bin gerne mal wieder dabei. Also was ich natürlich nachvollziehen kann, ist, dass du manchmal die Tiere nicht so gut auseinanderhalten kannst. Aber da kannst du fragen, da kann ich dir eine Antwort geben. Ja. Da bin ich jetzt nicht so pissig und sage, nee, guck doch selber. Nee, aber das meine ich halt. Also wenn man halt die richtigen Mitspieler hat, ist das kein Ding. Dann kann man das halt. Und ich kann trotzdem, auch wenn du weißt, wo was liegt, kann ich ja trotzdem so spielen, wie ich denke, wie ich für mich spielen wollen würde. Genau. Und wenn ich dir den Tipp jetzt nochmal mit den vier grünen Dingern da gegeben habe, ja meine Güte, ich hätte es ja genauso gemacht. Warum soll ich es dir nicht sagen und so? Also es ist wieder mal, wir haben ja schon mit welches Spiel haben wir noch als letztes rezensiert? Warte mal, das ist Darwin-Spiel, also auf dem... Ach, das Darwin-Spiel, ja genau. Also das Darwin war ja schon schön, das haben wir auch tatsächlich heute gleich nochmal gespielt. Stimmt. Weil es uns einfach begeistert hat. Diesmal habe ich tatsächlich gewonnen mit der gleichen Punktzahl und... Ja, das war bizarr, genau. Ja, aber die Plättchenauslage war auch diesmal eine komplett andere. Da waren diesmal gar nicht so viele Tiere, die jetzt so super viele Punkte gebracht haben und so. Also da musste man sich so ein bisschen anpassen an das, was lag, ne? Aber wir lagen da auch punktemäßig nicht so weit auseinander, ne? Doch, ich habe Haus hochkommen jetzt. Hier, komm, sei mal lieb, ich habe Haus hochgewonnen. Okay. Aber alles das gut. Hier so, das ist ein Feuerwerk fürs Auge. Das ist Regenwald in seiner buntesten Vielfalt und Schönheit. Und das kommt auch rüber. Und die Pfeilgefrische da rauf zu packen oder... Ich weiß nicht, also mich spricht es an. Kron hat es auch angesprochen, mich hat es auch total angesprochen. Und Wiederwahl ist mein Spiel auf Französisch, aber auf... Das ist nur reiner Zufall. Auf BGG gibt es ja zum Glück schon eine deutsche Anleitung, die man sich runterladen kann. Und insofern ist das alles kein Problem. Oder ihr... Guckt einfach unser Let's Play, aber habt ihr ja jetzt schon, wenn ihr das hört. Vielen Dank also fürs Zuschauen und vielleicht ist das ja auch was für euch. Also ich fand's cool. Achso, ich habe noch keine Wertung gegeben. Ach, ich weiß nicht. Ja, 8,5. Ich will mir ja noch so ein bisschen mal Luft nach oben lassen, ne? Ich sag mal jetzt einfach nur in Anführungstüdelchen 8. Weil, also ich glaube, dass es tatsächlich noch so Spiele gibt, die mich einfach noch mehr flashen können. Das ist lustig, weil, also wenn wir meinen Kanal machen, ist ja genau umgekehrt. Da bist du ja manchmal netter als ich, ne? Also ich merke das gerade, weil, also jetzt so die letzten Wertungen, ne? Ja, da habe ich ja schon mal eine 10 gegeben. Eine 10 habe ich hier in dem Spielbereich eigentlich noch gar nicht gegeben, ne? Nee. Und die habe ich in meinem Bereich auch noch nicht vergeben. Also jetzt bei Hamburg Liebt Horrorfilme. Aber ja, die 10er kommen. Sie kommen. Ja, für mich hätte auf jeden Fall allerliebstes Lieblingsspiel ist, ich bin ein absoluter und bekennender Carcassonne-Fan. Ja. Und Carcassonne einfach in fast allen Ausführungen ist bei mir eine 10. Also, ja, das ist absolut also verständlich. Basisversion mit Händler und Baumeister, 10 Punkte. Cool. Definitiv. Spiele ich jederzeit mit jedem, auch mitten in der Nacht. Wenn du sagst, hab Bock auf Carcassonne, sag ich, ja, machen wir. War das? Aber so richtig fies, ne? Und dann spielt man also richtig fies und den anderen gar nichts gönnen, alles wegnehmen, alles verbauen. Das liebe ich. Da kommt so meine dunkle Seite. Aber dein Sohnemann tickt ja genauso, wenn wir zu dritt spielen. Ja, ne? Der gönnt also, einem auch nicht die Wurst auf dem Brot. Also, Nee. Aber war das nicht so irgendwie, also so dieses Carcassonne-Catan-Ding, irgendwo die einen mögen mehr Catan und die anderen mehr Carcassonne, oder gibt es Leute, die beides mögen? Weiß ich nicht, also ich bin kein Catan-Fan tatsächlich und mich hat dieses mit Wirtschaft und Ressourcenhandeln und tralala, das hat und Siedeln und das hat mich nie interessiert und begeistert mich auch heute noch nicht in Spielen. Okay. Ich bin überhaupt kein Worker-Placement-Fan, kein Engine-Builder-Fan, obwohl Engine-Builder, manche Thematiken mag ich schon, aber so Wirtschaftsspiele oder so, oder Ressourcen gegen das und dies eintauschen, das hat mich lediglich bei Kingsburg begeistert, also da tauscht man ja die Ressourcen und sammelt die Ressourcen, also das hat aber auch einen schönen Würfelmechanismus, der dann einfach überwogen hat, dass ich den so geil fand, dass ich sagte, so für mich die Mechanik, ja. Ja, ich finde das ja nur manchmal einfach ganz spannend zu hören, weil ich meine, es ist halt dein Bereich, wo du schon seit so vielen Jahren halt drin bist. 25 Jahre spiele ich jetzt. 25 Jahre sammle ich auch Spiele. Also ich habe da noch so ein paar alte Schätzchen im Regal. Und falls unser Kanal sich mal irgendwann so ein bisschen etablieren sollte,
könnte man ja auch mal diese kleinen Schätze und Perlchen auf den Tisch packen. Ja. Was haltet ihr denn davon? Schreibt es doch mal in die Kommentare, die ich jetzt noch nie bekommen habe. Ja, die Leute sind jetzt könnt ihr der Erste sein. Der Erste, der einen Kommentar schreibt. Ja. Der oder die. Sollen wir auch mal eine alte Spieleperle auf den Tisch bringen? Dann schreibe jetzt. Das wäre eine gute Idee. Ja. Und danke fürs Zuschauen. Ja. Und gern bis zum nächsten Mal. Wir werden jetzt den Grill anschmeißen. Genau. Und hier losheizen. Und dann geht's um die Wurst. So ist es. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bei Lübeck Brettspiele. Ciao, ciao. Ciao.